Reuels, Trauer in Luxemburg. Marie Gabrielle ist gestorben. Großherzogin Maria Theresa, 66, und Großherzog Henri, 67, trauern um ein geliebtes Familienmitglied. Prinzessin Marie Gabrielle von Luxemburg ist gestorben. Mit großer Trauer geben ihre königlichen Hoheiten der Großherzog und die Großherzogin den Tod ihrer königlichen Hoheit Prinzessin Marie Gabrielle von Luxemburg bekannt. Die heute im Alter von 97 Jahren verstorben ist, hieß es am Freitag, 10. Februar 2023. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Familie. Weiter wird erklärt, die Prinzessin war mit Graf Knut von Holstein-Ledreborg, 1919 bis 2001, verheiratet. Aus ihrer Ehe gingen 7 Töchter hervor. Ihre königliche Hoheit Prinzessin Marie Gabrielle wurde am 2. August 1925 in Colmar-Berg, Luxemburg, als Tochter der Großherzogin Charlotte von Luxemburg und des Prinzen Felix, Prinz von Bourbon-Parma, geboren. Sie war die Schwester von Großherzog Jean und die Taufpatin von Großherzog Henri. Informationen zur Beerdigung sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. In einem Livestream von Durek Farret, 48, konnten Fans am 8. Februar 2023 auf Instagram einiges sehen. So versucht der Schamane in der zweistündigen Session nicht nur tote Familienmitglieder seiner FollowerInnen zu kontaktieren, sondern sorgt auch mit einer unbekannten Schönheit für Aufsehen. Während er in die Kamera spricht, huscht im Hintergrund eine Frau vorbei, die nicht seine verlobte Prinzessin Martha Luise, 51, ist. Er erklärt dies direkt und stellt sie vor. Das ist meine Freundin aus Norwegen. Sie ist eine fantastische Sängerin, erläutert er und ergänzt, sie wohnt bei mir. Bei der jungen Frau soll es sich um Tomine Harket, 29, handeln. Sie ist die Tochter von Morten Harket, 63, Sänger der Band Aha. Wo die Verlobte von Durek Farret hingegen sei, die derzeit in seinem Haus lebe, wisse er nicht, so der Schamane auf der Social-Media-Plattform. Mot Angelika Behn, 19, ist in die Fußstapfen ihres verstorbenen Vaters Ari Behn, 47, getreten und malt. Im Oktober zeigte sie ihre Gemälde sogar erstmals auf einer Ausstellung. Ihre Kunstwerke verkauft die Tochter von Prinzessin Martha Luise, 51, nun für einen guten Zweck, und dabei könnte ein stattliches Sümmchen zusammenkommen. Wie in einem Posting auf ihrem Instagram-Profil zu sehen ist, betragen Galeriepreise für die ausdrucksstarken und farbintensiven Gemälde etwa 40.000 norwegische Kronen, umgerechnet etwa 3.670 Euro. Den gesamten Erlös aus dem Verkauf ihrer Werke wolle sie der Mentalhälse Ungdom zugutekommen lassen, schreibt Mot Angelika Behn in dem Posting. Die Organisation widmet sich der psychischen Gesundheit junger Menschen, ein Thema, das ihr seit dem Suizid ihres Vaters besonders am Herzen liegt. Sie haben suizidelle Gedanken? Die Telefonseelsorge bietet Hilfe an. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0800-1110111 und 0800-1110222 erreichbar. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Immer wieder sorgte König Philippes, 55, Neffe Philippe Juan Fräulein de Todeslos Santos de Marichalar Y. Borbon, genannt Fräulein, 24, in den vergangenen Monaten für Skandale. Er soll Ende 2022 angeblich in eine Massenschlägerei verwickelt gewesen sein, beteuerte jedoch seine Unschuld. Nun gab es für den Sohn von Philippes Schwester Elena, 59, erneut Ärger. Die Nummer 4 der spanischen Thronfolge schlägt sich seit Jahren die Nacht in Clubs um die Ohren. Fräulein war mehrmals in Vorfälle verwickelt und erlebte sogar eine Schießerei, glücklicherweise unverletzt. Jetzt sorgt er mit seiner Teilnahme an einer illegalen Afterparty für Aufsehen.
Nach Angaben der spanischen Tageszeitung El Mundo musste Behörden am frühen Sonntagmorgen, 5. Februar 2023, in einer Lokalität im Madrider Stadtteil Azcar eine illegale Feier auflösen. Unter den Gästen befand sich auch Felipes Neffe. Zuvor hatten sich Anwohner über den Lärm beschwert. Vor Ort seien laut El Mundo Minderjährige, die Alkohol getrunken und Betäubungsmittel konsumiert haben, festgestellt worden. Außerdem hatten die Behörden zahlreiche Drogen gesichert. Das Event wurde auf Instagram angekündigt, als illegale Party, bei der die DJs Adriano Sanchez und Chicho Sunshine auftreten würden. Der Veranstaltungsort blieb vorerst geheim. Die Teilnahme ließ man sich übrigens etwas kosten, El Mundo hat erfahren, dass der Preis für eine Nacht in einem VIP-Zimmer mit Jacuzzi 1.500 Euro beträgt. 1.200 Euro mit einer Dusche. Aufgrund seiner skandalösen nächtlichen Aktivitäten soll der Sohn von Infanta Elena bereits vor einigen Jahren seine Leibwächter verloren haben. Das will die Zeitung Vanitatis aus verschiedenen Quellen erfahren haben. Demnach hatten der Zarzuela-Palast und das Innenministerium veranlasst, den Rückzug des Sicherheitsdienstes zu beschleunigen. Seit Juni 2022 sind Prinzessin Marta Luise, 51, und Durek Ferret, 48, verlobt. Doch bis die beiden endlich vor den Altar treten können, müssen sie noch eine wichtige Hürde zusammen meistern: Durek braucht eine neue Niere. Das bestätigte der Schamane vor kurzem gegenüber Bild. Nun scheint ein weiterer Umstand die Lebenspläne des Paares zu erschweren. Denn wie Seeokhör berichtet, musste der 48-Jährige seine Villa in Beverly Hills räumen. Auf seinem Instagram-Kanal hat sich Durek Ferret häufig in seinem luxuriösen Zuhause gezeigt, das er im Juni 2021 bezog. Die weiße Mietvilla soll nun verkauft worden sein. Der Verlobte der norwegischen Prinzessin sei bereits ausgezogen. Ein Umzug scheint allerdings nichts Ungewöhnliches für ihn zu sein. Laut der Illu soll er seit 1993 mindestens 33 verschiedene Wohnsitze gehabt haben. Wo der US-Amerikaner inzwischen wohnt, ist allerdings nicht bekannt. Für Prinzessin Sofia, 15, beginnt bald ein neuer Lebensabschnitt, wie das spanische Königshaus verkündet hat. Wird die Tochter von König Felipe, 55, und Königin Letizia, 50, ebenso wie ihre ältere Schwester Prinzessin Leonor, 17, zum Studieren nach Wales gehen, ihre Majestäten der König und die Königin geben bekannt, dass ihre königliche Hoheit die Infantin Sofia wie die Prinzessin von Asturien in das International Baccalaureate Studienprogramm an der Bildungseinrichtung United World Colleges am UWC Atlantic College in Wales, Vereinigtes Königreich, eingeschrieben wird, ist auf der offiziellen Webseite des Hofes zu lesen. Das gesamte Auswahlverfahren habe sie zufriedenstellend durchlaufen, heißt es weiter. Das akademische Programm beginnt demnach im Spätsommer 2023 und umfasst 2 Jahre. Ebenso wie ihre Schwester Leonor wird Prinzessin Sofia während ihres Studiums im Internat auf dem Campus wohnen. Sie haben News verpasst. Die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: Casa Real S, Seano, El Mundo S, Vanitatis El Confidencial.com, Instagram.com, Teda.dk.